Willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800. Da sind wir wieder. Auf geht's, rein ins Spiel und dementsprechend natürlich auch zu unseren wunderbaren Leuten, die schon auf uns warten, auch wenn natürlich der ein oder andere noch nicht das bekommt, was er gerne hätte. Da muss er noch warten. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass alle Waren soweit laufen. So, Aufträge haben wir alle soweit abgearbeitet. Wir gehen jetzt erst einmal in das neue Land. Und zwar nicht in das Land der Löwen, sondern in die neue Welt, meine Lieben. Das bedeutet, dieses Schiff hier jagen wir jetzt los auf eine Expedition in die neue Welt. Ich bleibe hier, Captain, bis das Blut in meinen Adern kocht oder gefriert. Das ist aber schön. Das freut mich sehr. Wie nimmst du mit? Gefechtskunde, Navigation. Brauchen wir Gefechtskunde? Nein, aber Kampfkraft brauchen wir. Glaube, Jagd, Glück und Rationen. Das bedeutet, man wird immer wieder darauf gestoßen, hey, pass auf, das könntest du gebrauchen, wenn du unterwegs bist. Nimm es auf jeden Fall mit. Geschick wird gar nicht benötigt. Auch nicht Navigation. Das heißt, hier haben wir eigentlich kaum irgendetwas, was wir brauchen können. Vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen durch die Gegend segeln, mal gucken, was in den anderen Lagerhäusern vorrätig ist. Gegebenenfalls haben wir hier noch irgendwas. Gucken wir mal. Och, Hopfen wird auch schon hergestellt. Och, da bin ich aber glücklich. Items gibt's hier gar nicht. Oh nein, die Bürger mögen mich nicht so sehr. In Sassenberg fehlt ein Besucherhafen. Ja, den werdet ihr auch so schnell nicht vorfinden. So viel ist sicher. Hier ist sonst nichts weiter. Ihr habt auch keine Geschenke für mich. Ach, das ist doch traurig. Er hat Attraktivität, würde auch nur Geschick bringen. Wir haben so viel für Geschick, aber ich will kein Geschick. Ich brauche Kampfkraft und sowas alles. Dann muss ich Kanonen mitnehmen, das geht nie anders. Fahr nochmal zurück, hol dir die Sachen und dann geht's los. So, ausgestattet bist du ja soweit. Heilkunst brauchen wir nicht. Wir brauchen Glaube. Brot macht Glaube. Erstaunlicherweise. Also nehmen wir ein bisschen... Oh, nicht ganz so viel. 10 Brote nehmen wir mit. Dankeschön. Wir nehmen zusätzlich keine Kanonen mit, weil wir hier keine haben. Dafür muss ich noch einmal rüber segeln. Heilkunst brauchen wir nicht. Wir brauchen noch Kampfkraft und Jagdglück. Hiermit bekommen wir 10 Jagdglück. Das heißt, wir nehmen eine Scheibe. Nehmen wir mal 5 Scheiben mit. Sonst noch irgendwas? Nö, der Rest ist soweit in Ordnung. Ich könnte noch ein bisschen was mit Heilkunst mitnehmen. Vielleicht haben wir noch irgendwelche zusätzlichen Rationen, die uns helfen können. Jagdglück hier auch nochmal, aber das haben wir im Moment nicht. Steine bringen nichts, Schweine auch nicht, Wurst nicht. Brot würde was bringen, Mehl würde was bringen. Hiermit hätten wir auch Geschick. Aber Geschick brauche ich nicht. Verdammt. Heilkunst brauche ich auch nicht und ansonsten haben wir nichts weiter hier. Das heißt, wir gehen nochmal rüber. Wir könnten auch Redegabe mitnehmen. Bier. Hopfen bringt nichts. Gut, dann müssen wir Gefechtskunde... Ist doch alles zum Heulen. Ja gut, dann nehmen wir bloß noch ein bisschen was zu essen mit und dann ist gut. Zusätzliche Rationen. Ah, das ist aber auch nicht besonders doll. Nö, das lasse ich jetzt. Denn warten wir, bis wir ein neues Schiff haben und bauen erstmal ein paar Segel. Das habt ihr davon. So, was? Müsst ihr jetzt durch. Jetzt bin ich beleidigt. Was führt sie zu uns? So, bitteschön. 1:1, 1:1. Wunderbar. Das heißt, die machen die Wolle, die machen die Segel, alles geht ins Lagerhaus, alles ist gut. Und wir könnten dafür sorgen, dass wir noch mehr Fenster herstellen, wenn wir denn ein paar mehr Handwerker haben. So viele Handwerker haben wir im Moment nicht und sie möchten auch zufrieden sein. Aktuell werden sie durch die Zeitung nur nach unten gezogen und deswegen haben wir auch eine durchschnittliche Zufriedenheit von 19. Das könnten wir steigern, indem wir beispielsweise einfach mal ein Varieté-Theater bauen. Aber es kostet 40 Fenster, es kostet 40 Stahlträger und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal rüber, stellen hier schon mal einige Farmen mit Weizen auf. Denn wir werden gleich Bier brauen. Juhu! Supi! Ganz toll! So, Nummer 1 steht. Nummer 2. Und dann gucken wir uns mal die Produktionslinie an. Also, Weizen wird innerhalb von einer Minute gemacht. In 30 Sekunden bekommen wir die Melzerei. Das heißt, wir können daraus Malz herstellen. Und in einer Minute, heißt wir können wieder 2 Brauereien machen, kriegen wir dann auch Bier.
So, und dann brauchen wir jetzt nur noch den Hopfen. Und schon können wir die Produktion starten. Das ist gut. Das holt unser Schiff von hier drüben, wenn es denn irgendwo zu sehen ist. Wo ist es denn hin? Ach, da. Da. Beinahe verwechselt. Oh, er hat ein Schiff. Eine Fregatte für 20.000. Kaufe ich dir ab? Vielleicht hat die bessere Chancen, irgendwo durch die Gegend zu fahren. Du bist wieder leer. Ich habe alles abgeladen. Das ist gut. Und dann nehmen wir hier mal den Hopfen mit und werden ihn drüben zur Produktion von Bier einsetzen. Und damit müssten wir dann auch richtig viel Kohle bekommen, weil die Handwerker Bier trinken, weil die Arbeiter Bier trinken und. Und dementsprechend wird dann auch unsere Bilanz wieder weiter nach oben schießen. Aktuell ist sie ziemlich niedrig. In Sassenberg 193 im Minus. Und hätten wir die anderen beiden Inseln nicht, dann würden wir Minus bleiben. Denn Quack Lotte macht 481 plus. Und hier haben wir 55 plus. Ja, kommt hin. Ich habe gerade gerechnet. Wie kommen wir denn auf 243? Aber ist richtig. Gut. Dann könnten wir hier jetzt auch dafür sorgen, dass die Leute noch glücklicher werden. Die haben ja alles soweit da, was sie brauchen. Wir machen hier ein ganzes Bauerndorf draus. Und werden später die ganzen Waren produzieren, die wir letztendlich dann auch benötigen auf den anderen Inseln. Sodass wir die Produktion hier so ein bisschen abschaffen können. Vielleicht machen wir auch hier unsere Wohninsel. Das wäre auch nicht schlecht. Immerhin haben wir hier Getreide, wir haben Kartoffeln, wie überall. Wir haben Salpetervorkommen und Trauben. Neue Befehle? Ja, neue Befehle. Komm mal her und bring mal den Hopfen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt ein weiteres Schiff. Das heißt, ich kann unser altes Schiff erstmal dafür einsetzen, die ganze Zeit hin und her zu fahren und die Waren hin und her zu liefern. Das heißt, wir haben eine regelmäßige Handelsroute mit Hopfen für unsere Hauptinsel. Juhu! Und ich frage mich gerade, wo ich eigentlich die Kanonen herstelle. Hier drüben, ne? Ja. Und da gibt es kein Lagerhaus? Oh! Ja, warte. Verschaffe ich dir. Kriegst eine Steinstraße dazu und dann kannst du hier hochfahren. So, viel Spaß. Jetzt reicht es wenigstens hin. Auch gleich ausgebaut. Das können wir übrigens mal mit allen Lagern machen. Denn wir haben noch genügend Steine, wir haben noch genügend Holz, alles ist gut und so viel teurer sind die Lager auch nicht. Okay, du bist wieder da. Abladen bitte. Sehr gut. Dann kriegst du eine eigene Handelsroute. Und zwar fährst du von dieser Insel zu der Insel und wirst hier in Quack Lotte den Hopfen einladen und in Sassenberg wieder ausladen. Auf geht's. Das ist jetzt erstmal deine Handelsroute. Später wirst du auch Bier hin und her transportieren, aber so bin ich erstmal glücklich, wenn wir das ein oder andere machen können. Und dann musst du in die neue Welt fahren, meine kleine Fregatte. Da freust du dich. Viel Spaß. Tschüss. War schön. Adieu. Adieu. So, das erste Bier ist da und die Bilanz geht so langsam nach oben. Ich denke mal, dass das am Bier liegt. An mir liegt's nicht. Am Bier liegt's auch nicht. Das haben wir uns verdient. Ach, das liegt an denen hier, weil die gerade mehr werden und ich habe vergessen, Straßen zu setzen. So, jetzt. Wie mir scheint, sind wir hier unerwünscht. Ja, eindeutig. Deswegen habe ich euch Häuser gebaut, weil ihr so unerwünscht seid. Also. Ich bitte euch. Ich bin noch so lieb zu euch. Und ich baue euch sogar noch mehr Fisch mit hin. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr Fisch. Gott, war der schlecht. So, dann holen wir noch mehr Klamotten. Bitteschön. Und ihr bekommt auch noch einmal Schnaps mit dazu. Obwohl, Schnaps habt ihr genug. Jetzt mit 3 Farmen und 3 Brauereien. Das ist okay. Brennereien. Neue Befehle? Das ist eine originelle Hafenstadt. Ja, ich finde die auch sehr originell. Leinen los. Herzlich willkommen. Bist du denn besser für die Expedition in die neue Welt geeignet? Schiff zuweisen. Die Dorsch, genau. Die Dorsch hat 32% Moral. Die mögen uns noch nicht so sehr.
Gucken wir mal, dass wir das vielleicht mit Waren ein bisschen aufstocken können. Hopfen, wie gesagt, bringt nichts. Sie hat mir auch nur die Redegabe. Jagdglück nehmen wir 10-mal. Wir nehmen Rationen mit dazu, mit Heilkunst. Ich brauche noch irgendwas mit Glaube. Ich nehme erstmal Brot mit. Ach siehste, Brot wollten wir noch mit rüberbringen. Und dann nehmen wir noch zusätzliche Rationen. Aber so gut ist die Moral auch nicht. Ich bin jetzt nicht so begeistert. Die Leute offensichtlich auch nicht. Ich könnte noch mehr Fenster einpacken. Aber ich habe auch nichts mit Kampfkraft, ne? Ihr seid so gemein. Geschick brauche ich nicht. Sollte ich noch warten? Es ärgert mich. Zutiefst. Das ärgert mich richtig. Gut, anderes Schiff. Wir wollen einmal kurz deine Handelsroute überarbeiten. Dann kannst du nämlich gleich Brot hier einladen. Brot. Da. Und da wieder ausladen. Na siehst du. Läuft. Können wir später noch umbenennen. Brot und Hopfen. Ach, guck mal. Das Bier hat gewirkt. 1800 in einer positiven Bilanz. Ich bin sehr zufrieden mit der Kohle, die jetzt reinkommt. Dadurch, dass die ihr Bier erhalten haben. Das heißt, wir können uns demnächst um Konserven kümmern, um Nähmaschinen kümmern. Wir können auch Pelzmäntel fertig machen. Wir können die Universität hinbauen, wenn wir dann dementsprechend die Masse an Handwerkern haben. Das freut mich sehr. Was bringen eigentlich Segel? Ernsthaft, was bringen Segel? Geschick. Ich will kein Geschick. Ich glaube, ich gehe gleich mal einkaufen und hol mir jetzt einfach mal hier irgendwas. Ich stehe zur Verfügung. Ja, dann mach mal deinen Laden auf. Wenn auch leicht arthritische Hand benötigen. Kann es sein, dass du mir noch nichts verkaufst? Ah doch, jetzt. Items. Rathaus, Rathaus, Schiffe, Rathaus, Schiffe. Friedensmodus. Nee, brauche ich nicht. Selbstreparatur plus 400%. Das klingt gut. Kaufpreis 26.000. Aktive Heilung. Das heißt, die würden sich sehr schnell heilen mit dem Schiffswerkzeug. Warte mal, hatten wir nicht irgendwo Schiffswerkzeug? Was macht denn der Förster? Geschick. Ich hätte schwören können, das habe ich irgendwo gefunden, aber ich glaube, das war in einem anderen Spielstand. Gucken wir mal bei ihr. Vielleicht... Oh, nee. Wir haben auch bisher nur zwei Leute gefunden, ne? Eine Person fehlt uns noch. Dann segeln wir ein bisschen durch die Gegend. Bis wir noch eine Person gefunden haben, bei der wir einkaufen, shoppen gehen können. Dennoch, das gefällt mir nicht. Ich bin aktuell ein wenig unzufrieden. Unzufrieden, unzufrieden. Ach. Vielleicht sollten wir erstmal weitere Leute mit hinbauen. Denn wir haben zwar noch genügend Bauern, aber so langsam werden auch die Handwerker weniger, es werden die Arbeiter weniger. So, ihr habt alles. Wir kriegen immer mehr Stahlträger und Fenster. Ich werde jetzt mal die Zeit ein bisschen beschleunigen, dann sind wir auch schneller unterwegs. Sie wissen, wie man jemanden abhängt. Oh ja. Ja, ne? Habe ich gut gemacht. Wie auch immer ich das geschafft habe. Hat nicht irgendjemand einen Auftrag für mich? Ich sollte mal nach Aufträgen gucken. Irgendwo muss man ja anfangen. Alleinunterhalter im Rathaus ausgerüstet. Unterhaltskosten plus 5%, Attraktivität plus 5%. Nee, danke. Ein Schiff erster Klasse. Wir gucken uns erstmal in der alten Welt um, bis wir irgendwas gefunden haben. Beryl hat einen Auftrag. Du regelst das, und zwar endgültig. Eine Lieferaufgabe. Ja, wenn ich eh nichts zu tun habe. Es ist nur ein kleiner Gefallen. Leinen los. Wir sollen Seife liefern. 6-mal kriegen wir hin.
Dennoch bin ich sehr angespannt im Moment, weil mir noch eine Person fehlt, die wir finden müssen. Vielleicht ist die weiter unten. Denn bis hierhin war nichts. Vielleicht auch weiter da. Ich hätte jetzt gerne schon eine große Flotte, mit der ich einfach mal alles erkunden kann. Aber das wird so schnell nicht passieren. Spiel gespeichert. Sehr schön. Hier sind doch alle soweit glücklich, ne? Denn könnten wir doch eigentlich auch für Arbeiter sorgen. Das bedeutet, wir werden schon mal Schweine mit anpflanzen. Die wachsen dann, die sprießen aus dem Boden heraus. Apropos, wie sieht's mit dem Brot aus? Kann das so gedruckt werden? Schiffswerft gebaut. Yay! Brot sieht gut aus. Also die bekommen immer mehr davon. Die Insel ist bald voll und drüben werden sie weiter produzieren, während das Schiff dann irgendwann nichts mehr verschippern kann. Ist alles gut. Und wir bauen die Beziehung zu Beryl O'Mara auf. Nee, du musst schon beim Dock bleiben, beim Kontor. So, nehmen wir eben 10 mal mit und liefern das zu dem Clipper, der hier vorne gleich steht. Das ist hervorragend. Okay, hat irgendjemand Items für mich? Du hattest keine. Prinzessin Xing hat im Moment keine Aufgabe für uns. Oder Jing. King, Queen, King. Die ist sehr oft am Gefängnis unterwegs. Was hat er denn? Der hat nur Geld. Ach so, ihr holt den da ab. Muschelfischer. Gut, die Dorsch ist unterwegs und wird sich jetzt hier einreihen. Wir können sie später auch umbenennen. Dann können wir nämlich auch die Abonnenten, die sehr häufig Kommentare da lassen. Meine kleinen Vögelchen könnten von dir das Fliegen lernen. Mit reinbringen, das wäre toll. Also sie scheint zufrieden zu sein. Ich bin glücklich, dass sie glücklich ist. Aber dennoch reicht das mir nicht. Ich mache mal kurz langsamer. Wir haben jetzt 23 Stahlträger, 20 Fenster. Wir können noch kein Varieté-Theater bauen, brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Wir könnten jetzt noch ein paar Arbeiter zu Handwerkern machen. Aber vorher mache ich noch ein paar Bauern zu Arbeitern. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay, jetzt dürfen wir auch Nähmaschinen produzieren. Konservendosen und Nähmaschinen. Hier haben wir die Möglichkeit, Paprika anzupflanzen. Das heißt, die Konservendosen können... Dosen können hier produziert werden. Die Konservendosen. Immer diese Konservendosen. Ganz schlimm. Überall nur Doofe. Doofe Doofen. So, und bitte die auch nochmal aufstufen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genügend Arbeiter. Ich bin dabei. Vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen mehr um Brot kümmern, denn Brot geht gerade ordentlich runter. Und wir haben zwar eine Produktion für Getreide geplant, aber nicht gebaut. Ich wollte gerade sagen, irgendwo gebaut, aber haben wir gar nicht. Ups, stimmt, ich wollte Bier produzieren. Da war was. Aber hatte ich das nicht hier unten schon gebaut? Ja doch, hab ich. Klar. Ich glaube, ich muss ins Bett. Verdammt. Okay, Bier kommt... Brot geht gerade so wieder hoch. Ich hoffe ja, dass die hier nicht ganz so viel Brot verschlingen. Auf jeden Fall brauchen sie nur noch die Schule, um wieder weiter zu wachsen. Und bei der Zufriedenheit fehlt auch noch die Kirche. Bauen wir erstmal eine Kirche, bitteschön. Und dann kriegt ihr auch noch eine Schule. Guck mal, so gut bin ich zu euch. Theoretisch müsstet ihr mich lieben. Auch hier können wir jetzt Handwerker mit hinstellen. Brauchen wir aber gar nicht. Wir brauchen bei den Handwerkern die Konservendosen und dementsprechend Paprika-Farmen. Paprika wird wahrscheinlich von Bauern angepflanzt. Ich muss mal gucken, wo wir überhaupt noch Platz haben, um ein weiteres Lagerhaus mit hinzusetzen. So, Handwerker. Paprika. Afrika-Paprika, da machen wir dann zweimal Paprika mit hin. Es gab damals eine beim Eurovision Song Contest.
Die hat sich die Kleider vom Leib gerissen und gerufen, Afrika, Paprika. War sehr interessant. Rinderfarm brauchen wir noch. Beides braucht 2 Minuten. So, die brauchen nur 4. Was habt ihr für ein Problem? Fehlende Paprikafelder? Oh! Sorry! Ich habe gedacht, ihr hättet schon alle Felder. Okay, 2x Rinder farmen. Sehr schön. Dann haben wir die Großküche, die ebenfalls 2 Minuten braucht. Ne, das passt ja. Aber wir haben kein Eisen mehr. Kein Stahl, meine ich, Entschuldigung. Wer geht denn da rein? Unsere Handwerker. Dann brauchen wir nur noch Eisen und Eisen wird hier drüben rausgeholt, aus den Bergen. Da. Und Eisen müsste eigentlich auch vorrätig sein, oder? Ja, 150, das ist okay. Dann brauchen wir 2x die Gulaschfabrik. Warte mal, das machen wir anders. Stellen wir einmal weiter nach links. Dann können wir nämlich neben dem Lagerhaus noch eine Straße nach oben ziehen. Mit den Waren ist noch alles in Ordnung, ne? Ja, also ich sehe jetzt keine Probleme außer bei Brot. Und Brot wird irgendwann hier voll sein. Nimmt stark zu. Ach, wirklich? Neue Befehle? Und es wird auch weiter zunehmen. Dafür haben wir gesorgt. Ach, wir brauchen so viel Stahl. Nimm doch einfach mal Stahl mit. So, jetzt nimmt er einmal Stahl mit, liefert das rüber. Und sobald das rüber geliefert hat, werde ich die Handelsroute dann auch gleich wieder ausstellen. Also ihr seht schon, Stahl produzieren wir eigentlich gar nicht wenig. Doch, ist richtig, Stahl. Hat er keinen Stahl dabei? Warum nimmt er keinen Stahl mit? Habe ich das falsch rumgestellt? Nee, aus Quacklotte. Warenladen. Stahl. Und in Sassenberg abladen. Ist schon richtig. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, in der alten Welt, ich weiß. Na gut, dann... Wo ist mein Schiff? Da. Du hast eine neue Insel entdeckt, aber die bringt mir nicht viel. Wir werden jetzt hier einfach Stahl holen und dann ist gut. Und dann fahren wir hier mal hinten lang. Vielleicht finden wir da Madame Kahina. Handelscharter, verwendbar für Schiffe. Brauche ich nicht. So, 30 Stahl. Auf geht's hier rüber. Wir werden jetzt auch gleich den Handelsposten hier unten mit hinbauen, damit hier Ruhe ist und wir nicht mehr so weit fahren müssen. Handelsposten. Handwerker, Hafen. Anlegestelle. Verladegeschwindigkeit 2 Tonnen die Sekunde. Auf dieser Insel 0. Kostet auch so viel. Boah, es kostet alles so viel Stahl und so viel Fenster und man ist immer ewig bei, das ein oder andere zu produzieren. Wobei man ja die Möglichkeit hat, das Ganze schneller zu stellen. Aber ich habe immer die Angst, jetzt gerade auch am Anfang, ein bisschen was zu verpassen. Ich glaube, nachher werde ich sowieso nur noch auf schnell laufen lassen, außer wir kämpfen gerade, weil alles andere nichts bringt. Reparaturkran ist auch nicht schlecht, wenn wir doch irgendwann mal kämpfen Mensch, sollten gegen irgendwelche Piraten. Oh, in Quacklotte lieben sie mich so sehr, dass sie ihn festfeiern. Wie schön. Attraktivität 450, wunderliche Hafenstadt. Die sind super glücklich. Ich hoffe, sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. Ja, ich akzeptiere 3300 Münzen. Danke dir. Selbst mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Das ja, wir wollen sehen. Finden dem, und was ich bereits besitze. Holen Sie den Konditor, der sitzt doch hier wieder an der Taverne rum, oder was? Ja. Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Der bringt Kampfkraft. Geschick und Kampfkraft. Na, dann wissen wir doch, wo wir als nächstes hingehen. Ah, endlich. Es wurde aber auch Zeit. Leute, im nächsten Part können wir endlich die Expedition antreten. Gott sei Dank.
kann ich nie abliefern, ist nicht schlimm. Ich bin glücklich. So, Großküche. Großküche. Und jetzt müssen wir nur noch die Konservenfabrik fertig machen. Die braucht auch nochmal 75 Handwerker. Fleischkonserven innerhalb von einer Minute 30. Das ist interessant. Die anderen brauchen nur 2 Minuten. Das heißt, ich könnte eigentlich auch 2 Großküchen fertig machen. Na gut. Wer hat ein Handelsabkommen geschlossen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ist auch nicht schlimm. Ich bin glücklich. Ey, wir haben jetzt endlich den Koch. Und der ist richtig gut. Ausgerüstet in der Handelskammer 40% Produktivität für die Bäckereien. Das heißt, wir könnten eine Handelskammer direkt zwischen oder neben 2000 Bäckereien machen. Dann würden die nochmal 40% schneller arbeiten und noch mehr Mehl, noch mehr Getreide damit verarbeiten. Und er hat 40 Geschick und 20 Kampfkraft. Ich hoffe bloß, der geht uns auf der Expedition nicht verloren, denn das kann auch passieren. Meine Lieben, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Bis gleich. El Presidente befiehlt, sofort ein Abo dazulassen. Sonst. Sonst was? Genau.